Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 mit Lucky Lise und Meratas. Und ich guck mal, ob ich die jetzt schlagen kann. Ins Team einladen. Pazifist aktiviert. Och Mann. Ich bin kein Pazifist. Hallo. 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 Und tschüss. So, okay. Guck mal, da liegt doch schon jemand. So, direkt mal ein paar Pistolen mitgenommen. Verdammt, die verfolgen mich jetzt. So. Munition. Ja, ich will was sehen, Spiel, danke. Was? Ich habe doch gerade erst angefangen. ETF. Was bist du denn? Okay. Kleine süße Roboter, wie süß. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss gleich hinlaufen und sie verprügeln. So, wie kann ich zuschlagen? Okay. Es gibt's aufs Maul, Kleider! Hier! Meine Erfahrung, alles meine Erfahrung. Keiner kriegt was von mir ab. So. Hör auf, mich zu schießen! Wenn ich Munition hätte, Junge, ey. So, aber was hat es mit diesem Pazifisten-Modus auf sich? Ich will ihn loswerden. Spiel. Im Pazifisten-Modus kannst du anderen Spielern keinen Schaden zufügen und nimmst nicht an PvP-Spieler gegen Spieler teil. Andere Spieler können dich trotzdem umbringen. Super! Ich will das umstellen. Deine Stufe ist zu niedrig. Ah. Okay. Das heißt, wir können später PvP machen. Sehr schön. Aber ja, laufen wir erstmal ein bisschen rum, gucken uns um. Bringen ein paar kleine Gegner aus um. Laufen dem mal durch die Gegend da hinterher. Oh! Man verteilt hier kein Loot. Die Kacke. Na komm, Jungs. Das sind schwache Roboter, die können wir einfach zusammenschlagen. Wo ist er? Da. Einfach draufschlagen. Keine Munition verschwenden an den kleinen Viechern. So. Propaganda-Flyer. Sind das die Russen, die hier rumlaufen? Planke und Kampfmesser. Okay, da haben wir doch schon was, um uns zu wehren. Hier. Schaden 26. Favoritenmodus. Gibt's das hier? Camp verlegen. Ah. So können wir unser Camp aufstellen, okay. Drücke LT, um zu blocken. Favoritenmodus da. Okay. Hallo? Im Licht. Wir müssen essen und trinken. Oh, wie cool. Nicht gerade erst. Na gut, wir haben jetzt eine fette Planke und ich würde sagen, wir gehen direkt auf Erkundungstour und da hinten ist ein Häuschen. Opossum? Wo ist hier ein Opossum? Ich sehe hier zwar einen Lebensbalken, aber ich sehe keine Opossum. Das Ding versteckt sich ganz gut. Na egal. Ach, da ist das Opossum. Du kriegst erstmal aufs Maul, Kleiner. Hast du mich gerade angeguckt, Junge? Hä? Hast du mich angeguckt? Voll aus dem Bild geschlagen. Opossumfleisch. So. Wir haben ja einen Auftrag, ne? Nimm Nahrungsmittel zu dir. Ja, kannst du bitte für dich verziehen? Wir gehen auf die Karte zugreifen. Gibt es hier eine Karte? Ach klar, logisch, hier. Da. Spüre die Aufseherin auf. Handel wird angeboten. Huch. Gehen wir doch mal direkt darüber. Aber ich muss sagen, das sieht hier echt schön aus, so im Herbst. Kann das sein, dass es sich auch Jahreszeiten anpasst, die wir jetzt haben, weil wir haben ja jetzt momentan Herbst und das sieht jetzt ziemlich herbstlich aus. Hallo, ich habe eine Planke. So, okay. Wo muss ich hin? Sir, ich habe dieses Holoband für ein Terminal der Aufseherin gefunden und es mir angehört. Sie sollen sie wohl in ihrem Camp die Straße runtertreffen.
die Straße runter, okay. Komm, wir spielen zusammen. Ja, mal gucken. Also wenn ich gerade aufnehme und ihr seid bei mir in der Nähe, fühlt euch frei zu mir zu kommen. Wenn ich euch nicht abschieße, können wir zusammen spielen. Befehle von Maria Chavez. Eine Machete. Oh. Paul, du musst einmal im Monat die Lage am Vault 76 auskundschaften. Diese Türen müssen sich ja irgendwann öffnen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Beachte den Vault ein paar Tage lang und komm dann wieder zurück. Ja, man sieht, wie er das Ganze auf jeden Fall mit Bravour gemacht hat. So, wir haben eine Machete. Nee, Zustand. Ach, die Machete geht irgendwann kaputt. Ah, ist das cool gemacht. Endlich haben sie wieder den Zustand, das Zustandsding drinne. In Fallout 3 und Fallout New Vegas konnten die Sachen kaputt gehen. Aber in Fallout 4 dann nicht mehr. Fand ich ein bisschen schade, weil damals konnte man so schön Sachen reparieren. Hat echt Spaß gemacht, immer die Sachen so zusammenzusuchen und wirklich abzuwiegen, was man jetzt behalten sollte, weil es ja auch sowieso kaputt geht. Jetzt ist es wieder eingeführt worden. Das gefällt mir. Also bisher sind die Änderungen genau das, was ich mir erhofft habe. Ja, guck mal, hier wohnt jemand. Hallo. Es geht, Jungs. Ja, ich würde mich aber nicht im Anfangsgebiet ansiedeln. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, vielleicht gehört das auch keinem. Vielleicht ist es einfach nur so ein Stand. Wer weiß. Na gut. Gucken wir mal weiter. Das sind Pflanzen, die sehe ich von Weitem. Herausforderung abgeschlossen. Oh. Kriege ich echt für jeden Scheiß Erfahrung. Wie es auch immer sein sollte. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Ich hoffe wirklich, dass die Jahreszeit sich anpasst. Das wäre so cool, dass wenn wir Winter haben, hier auch überall Schnee liegt. Hallo, Lord Wolf. Oder Lord Wolf. Lord Wolf. Der Lord der Wölfe. Wir werden uns wiedersehen, dann werde ich dich töten. Pass auf. Irgendwann ist der Pazifisten-Modus weg, Freunde. Dann werde ich eine Menge Spaß haben. Ich bin nämlich ein Raider. Also ich bin definitiv ein Raider. Genau das, was mich ausmacht. Guck mal, hier ist eine Hütte. Gehen wir doch mal hier rein. Einsame Hütte. Oh, Hundis. Na, komm doch her. Au. Ja, da guckst du, wa? Hab ich die Fresse poliert. Wieso hast du so komisches Zeug bei dir? Au. Jetzt verzieh dich. Fucking finally. Accept. Ja, den Loot habe ich schon geholt. Keiner bekommt mein Loot. Alles meins. So, was hat er mir gegeben? Waffen. Ich habe eine Splittermine bekommen, ne? Also rein theoretisch. Warte kurz. Bin gespannt. Vielleicht kann ich jemanden damit töten. Ich meine, indirekt haben die selber Schuld, wenn die reinlaufen. Mehrzweckaxt. Wo kriegst Geld? Klebebands Kapell. Hey Leute, guckt mal in diese Hütte rein. Das ist voll der geile Loot. Ich glaube, da kommt niemand mehr. Naja, kann ich das wieder einsammeln? Aber die können das bestimmt auch entschärfen und einsammeln. Was haben wir denn da? Reagenzglas, ups. Nehme ich alles. Alles meins. Was steht da? Roof, ein halbes Geoof. Gibt es hier intelligente Hunde? Entweder das oder verdammt kleine Menschen. Nehme ich alles mit. So, was haben wir denn hier? 10 mm Patronen. Ach, jetzt habe ich schon wieder die Mine geworfen. So, wie konnte man hier nochmal in sein Favoritenrad? Ah, okay.
Okay, was ist das? Ah. Okay, Planke, fast kaputt. Haben wir jetzt dafür noch Munition? Nee. Naja, laufen wir so weiter. Und trinken erstmal was. Okay, der Brunnen war radioaktiv verseucht. Geil. Normalerweise sind sie es nicht. Aber ne, ich habe meinen Timer nicht gestartet. Cool. Okay, wir müssen in die Richtung. Wie sieht's aus? Wie viel kann ich tragen? 155, okay. Damit kann man leben. Ich denke mal, bisher werden wir halt nur kleinen Sachen begegnen, wie Robotern, Hunden und Kackbratzen kommen dann erst später. Hoffentlich. Es gibt ja noch mehr verschiedene neue Sachen. Da bin ich gespannt drauf. Oh, guck mal, ein Vogelhäuschen. Und... Echt jetzt? Ist das nicht von den Peanuts? Kleines Easter Egg? Hey, ich komme noch mit diesen Knöpfen durcheinander, obwohl ich das Spiel eigentlich kenne. Teddybär. Oh, die machen Geräusche. Wie gruselig. Na gut, das Vogelhäuschen ist leer. Ah, da liegt eine Leiche. Ich muss alles aussammeln, was möglich ist. Greaser-Leiche. Honky Tonk Flyer. Freitag, 22. Oktober 2077. Jesse White, The Dancing Bandit. Okay, Wodka, Schale Zigaretten. Greaser-Jacke und Jeans. Oh ja, andere Klamotten. So, jetzt müsste ich ja schon anders aussehen, ne? Ja, ich sehe nicht mehr aus wie ein Vault-Bewohner. Nice. So, dann laufen wir einfach mal weiter zur Quest. Den Rest können wir dann später noch erkunden. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass wir jetzt auf Start drücken für die Map. Na gut, jetzt ist sie wenigstens bunt. Und keine Ahnung, wo soll ich mich denn eigentlich aufbauen? Hier sieht das doch gut aus. Hier am Teich vielleicht. Beim Atomreaktor. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ah, ich weiß nicht. Irgendwo muss ich mich auf jeden Fall aufbauen. Das Ding ist, ihr seht ja auch, wo ich dann bin, ne? Könnt ihr jederzeit da hingehen und sagen, hey Zero, ich klau dir jetzt einfach mal alles. Sind das Erze? Kupferader. Mit den Händen? Na gut, wieso nicht? Muss ja nicht alles Sinn ergeben. Na, wir haben Kupfer schon mal. Ah, die Pilze können wir leider nicht aufsammeln. Hat da jemand eine Werkbank mitten reingestellt? Wassersensor. Umgebungssensor ist mit der Datenbeschaffung beschäftigt. Okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Na, wir müssten gleich am Ziel sein. Da. Lager der Aufseherin. Rüstungswerkbank. Herstellen, Gegenstände verwerten, modifizieren, reparieren. Verwerten wir mal ein paar Gegenstände. Okay, Baseballschläger ab 29 behalten wir mal. Eitersack. Machen wir gerne. So, hier den hier noch. Das Kampfmesser können wir eigentlich auch verwerten. In Kreide ist Asbest drin? Okay. Die Machete kann auch weg. Die Mehrzweckaxt bleibt. Oh ja. Reagenzglas, Schachtel Zigaretten, Skalpell, Stift, Sturmfeuerzeug und drei Teddybären. Das Vorkriegsgeld behalten wir einfach mal. Habe ich immer gesammelt. So, jetzt was können wir denn herstellen? Leichte Rüstung. Ja, dann mach ich das doch. Hat jemand gerade versucht, mich zu erschießen? Stufe 1. Okay. So. Ah, ich kann leider nicht alles bauen, oder?
Doch, ich konnte tatsächlich alles bauen. Ich habe genug Materialien zusammengeklaut, um alles zu bauen. Super. Nice. Alter, zu viert laufen wir durch die Gegend. Was ist denn los mit euch? Hört auf, Sachen zu klauen. Ist alles meins. Alles meins. Alles meins. Aufseher-Logbuch. Okay, da gucken wir gleich rein. Das werden die wahrscheinlich nicht klauen können. Das ist einzigartig. Ich kann hier keinen Schaden machen. Ist die blöd. So, okay. Modifizieren, reparieren. So, wie sieht's aus? Die Sachen müssen ja nicht repariert werden. Ah, da, ich muss hier reparieren. Ne, das ist die Waffenwerk. Doch, Waffenwerkbank ist richtig. Aber rüsten wir uns erstmal aus. Zack, 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 zack. So, und wir konnten sogar die Reaser-Sachen behalten. Cool. Guck mal, da ist ein Voltboy. Oh, wir den Voltboy töten. Hallo. Oh, mate. Don't do it. Okay, ab Stufe 6 kann man sich tatsächlich töten. Das wusste ich nicht. Nossi. So, herstellen. Alter Junge, geh da weg. Mann, ich kann. Oh, doch, doch, jetzt kann ich. Okay, was können wir denn hier machen? Achso, nee, das ist mein Inventar. Oh ja, ich bin dran, ich bin dran. Meins. Okay. Die Impro-Waffe. Da Injektor können wir machen. Ach, da können wir von weitem Leute vergiften. Das ist genau mein Ding, Leute. Genau mein Ding. So. Aber das machen wir später. Verschießt leere Spritzen. Leere Spritzen? Na, ganz so leer. Das gibt doch gar keinen Sinn. Impro-Revolver. Da, den hier möchte ich machen. Was brauchen wir dafür? Schraube, Stahl, Zahn. Ach Gott, so viel. Ich finde es ein bisschen irritierend, wenn Leute da im Hintergrund die ganze Zeit quatschen, aber mal gucken. Vielleicht gewöhnen wir uns daran. Ja, also Nahkampfsachen werden sowieso nicht mein Ding sein. Wurfwaffen, Wurfmesser, okay. Ich möchte mal modifizieren und reparieren ihn. Wir haben hier einen Baseballschläger und langsam, langsam Gewicht. Ich würde sagen, wir reparieren mal. Wir reparieren mal den Baseballschläger. Keine Verbesserung. Ich wollte ihn reparieren, hallo? Reparieren, Y. Ah. Okay. Dann benutzen wir nämlich jetzt den Baseballschläger. Weil der 29 Schaden macht. Und den Rest können wir da einfach verwerten. So, Mehrzweckaxt. Achso, Sachen, die ich in der Hand habe, gehen nicht. Oder wie? Baseballschläger, so. Ach so, das kann ich von hier aus nutzen, oder was? Nee. Doch, Gegenstände verwerten. Ah, das kann ich von weit machen. Planke. Tschüss, Planke. Ja, nice. So, einmal kurz den Baseballschläger favorisiert. Und dann können wir weitergehen. Ja, sieht doch gleich schon viel besser aus. Ah ja, die Sachen mitnehmen. So, ich wollte noch wieder auch irgendwas mitnehmen, ne? Bauplan Metallbett. Nehme ich. Das nehme ich auch mit. Und die ganze Scheiße auch. Ah, so hätten wir auch die Rüstung herstellen können. Hätte gar nicht alles klauen müssen. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Patronen, aufbereitetes Wasser, Zuckerbomben. Ach, die hat die Zuckerbomben geklaut. So, so, so. Hundefutter in Dosen und Aufseher-Logbuch. Camp. Aufseher-Logbuch. Südlich von Volt 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte, aber... mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Voltec vorbereitet. Okay. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke.
alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn sie ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was sie gebaut haben, sodass sie es an ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen sie davon Gebrauch, wenn sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Werde ich machen. Okay, wir sollen jetzt... Ich habe mein Camp dagelassen, sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Okay. Jetzt müssen wir hinterher. Ich habe mir jetzt diese Waffe hergestellt, haben jetzt auch sogar noch ein bisschen Munition. Aber ich denke, für den Anfang wird es auch... Wieso habe ich hier eine Munition? Hä? Ach so. Okay. Aber der ist doch gar nicht mehr auf meinen Favoriten drauf. Hä? Ach, die Favoriten sind oben. Jetzt checke ich das. Na gut, dann laufen wir der Aufseherin hinterher, oder was? Ja, ich würde aber gleich sagen, wir nehmen hier auf jeden Fall noch ein paar Orte mit. Weil Mainquest ist ja normalerweise mehr immer so nebensächlich, ne? Deswegen nehmen wir hier jetzt noch ein paar Gebäude mit, erkunden noch ein bisschen was, sammeln ein paar Ressourcen, bis wir dann entscheiden, wo wir uns aufbauen. Also ich bin selbst gespannt. Wenn ich einen richtig geilen Ort finde, vielleicht auf einem Berg oder so... Das wär's doch. Mal gucken. Irgendwo, wo ich nicht so leicht gefunden werden kann oder wo ich alles mehr unter Kontrolle habe. Wo ich wirklich erblicken kann, wenn mich jemand besucht. Hallo, was seid ihr denn? Maulwurfsratten. Ja. Was hast du davon? Nichts habt ihr drauf, Kleiner. Okay. Dann gehen wir einfach mal hier hin und untersuchen mal hier die Gegend. Ach, guck mal, meine Waffe ist direkt blutig geworden. Das ist ja cool. Ist das ein Ghoul oder ein Spieler? Ach, das sind NPCs. Also, Gegner. Was machst du denn? Oh, das sind Ghule, aber keine richtigen, sondern irgendwie Ghule, die noch zu Ghulen werden. Eine Riesenzecke. Oder irgendwas, was hier in die Luft gegangen ist und da geblieben ist. Rüstungswerkbank. Metalleimer nehmen wir mal mit. Ich nehme jetzt jeden Schrott mit, also kann man ja alles gebrauchen. Und da ich jederzeit meine Basis zusammenbauen kann und mich woanders aufstellen kann... Eventuell werde ich mich dann irgendwo schon mal hinstellen und meine Sachen irgendwie sortieren. Weil theoretisch habe ich doch eine unendliche Kiste dann dabei, ne? Wenn ich da meine Ressourcen lagere, ne? Müssen wir gucken. Ich kann mir darunter noch nichts vorstellen. Silbertafellöffel, Verschluss für kleines Glasgefäß. Ah, ich bräuchte mehr härteres Zeug. Hä? Hallo? Er stöhnt mir dein Ohr? Warst du das? Komm, fast Stufe 3. Also die Revolver und so weiter können wir auseinanderbauen. Werden wir auf jeden Fall nutzen. Hä? Fuchs? Oh. Oh. Ich sehe keinen Fuchs. Soll denn hier ein Fuchs sein? Bin ich blöd? Ach, da. Oh, getroffen habe ich ihn schon mal. Ach, so funktioniert der Watz-Modus. Okay, ich verstehe.
Hallo Fuchs, tut mir leid, dass ich deinen Vater getötet habe. Tut mir leid, dass ich dich getötet habe. Aber ich brauche dein Zeug. Nimm alles mit. So, dann. Ja, den anderen habe ich jetzt nicht gefunden. Gucken wir mal weiter. Bastelwerkbank. Munition, oh, Explosivmunition, Granaten kann ich bauen. Große Menge Aluminium, okay. Hey, große Menge Plastik. Keine Ahnung warum. Munition, Armbrustbolzen, Armbrust, oh, ich will eine Armbrust, oh, ich will eine Armbrust. Oh, eine Armbrust, wie cool. Oh, wie gefällt das Spiel jetzt schon? Freunde, stellt euch darauf ein, dass wir das auf ewig spielen werden. Ich werde um 14 Uhr nie wieder ein anderes Projekt machen. Aber davon könnt ihr ausgehen. Hier ist aber nichts, ne? Hier ins Haus. Mal gucken. Ja, guck mal. Jetzt ist schon mal jemand hochgearbeitet. Aber das heißt, hier ist wahrscheinlich alles leer, ne? Naja, Startgebiet halt. Flasche O'Collar Lager. Oh, da liegt eine Nachricht. Oh, ein Ranger Hut. Oh mein Gott, ich hab einen Ranger Hut. Oh, den muss ich mir anziehen. Kleidung, Ranger Hut. Jawoll. Langsam geht mein Stil auf. Nachricht für Sammy. Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind mehr von den Bestien am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt. Hat uns alle gewarnt. Defiance ist gefallen, sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorräte werden knapp. Werde vielleicht versuchen, Abby über den Berg zu bringen. Die freien Staaten müssen mehr wissen. Sammy, falls du dies liest, geh zu Abby, geradeaus in östlicher Richtung vom Red Rocket Megastop. Sie kennt die stählerne Bruderschaft besser als irgendjemand sonst. Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man sich in dieser verdammten Zeit ja nicht wünschen. Geradeaus in östlicher Richtung vom Red Rocket Megastop. Red Rocket Megastop. Ich sehe hier ehrlich gesagt nichts. Red Rocket. Museum. Oh, ich will auch zum Museum. Oh, hier gibt es so viele Sachen. Was ist das hier? Mein ganzen Loot, den ich gefunden habe. Nee, Leute, die ich gesehen habe. Ah, hier laufen Leute rum. Ach ja, man sieht alle Leute auf der Karte? Okay, ja, so viel zum Thema, ich versteck mich. Ich sehe hier keinen Red Rocket. Megastop. Vielleicht eins von denen. Ich mache mir mal eine Notiz. So, habe ich auch einen Stift hier? Ah doch, da. So, halb alles fallen gelassen, so. Notizen. Fallout 76. Östlich von Red Rocket Mega Stop. So. Nur für den Fall der Fälle. Ein Plastikmesser, toll. Glühbirne und Flasche New Riverdale Ale. Auch ein cooler Name, ne? New Riverdale Ale. Schreibt sich so schön. Na gut, ich mach mal den Kühlschrank zu. So, Red Rocket Megastop. Wo könnte der sein? Naja, Freunde, aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht finden wir da schon diesen Red Rocket Mega.
Boah. Okay, das war einfach nur eine Falle. Bin ich der Einzige, der darauf reingefallen ist? Bei weitem nicht. Okay, Leute, bis morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.